Hause. Gut gemacht, Flo. Ich habe das Gefühl, mein Tag wird noch länger. Ich glaube, in der Aufnahme geht sich das nicht mehr aus. Meinst du? Wie lange willst du vielleicht aufnehmen? So eine Stunde hast? Ich würde auch machen. Ja, Mokko wird bald ins Bett gehen. Ja, ich bin ein bisschen müde. Ein bisschen ist gut, so wie du hier anhörst. Ich bin ja nicht ins Bett, Mama. Ich bin ja gar nicht müde. Schläft schon ein. Ich bin noch nicht müde. Mama, ich will noch nicht ins Bett. Ich bin noch gar nicht... Genau so. Verdammter Stoffwechsel. Fick dich, Körper. Und fick dich, Wale. Okay, dasselbe. Oh. Fick dich, Delfine. Und fick dich, Wale. Dieser Moment, wenn du merkst, du hast irgendein Vieh bei dir im Zimmer und das nervt dich tierisch. Dieser Moment, wenn du wieder nach Westen fährst und die Hoffnungen machst, dass du irgendwann mal ankommst. Du Kacke. Boah, dasselbe mit Norden. Jetzt will ich nicht mehr Richtung Norden. Norden passt schon so. Oder Richtung Süden. 1, 2, 3, 4. Habe ich noch ein paar Blätter? Also wenn das hier nach wie vor eine Insel ist, eine Halbinsel ist zumindest mal, so viel wissen wir. Aber wenn das hier eine Insel ist, dann na Gratulation. Warum? Leck mich am Sack. Hey, eine Village! Also, ich weiß zwar nicht, wofür ich hier die Lampe gemacht habe, aber ich habe sie gemacht. Ich habe eine Village gefunden bei 4000 und minus 400. Du Scheißvieh, wo bist du, Alter? Jetzt komm her, ich mach dich platt, Alter. Ich mach dich platt. Macht's alle! Digga, ich schmott die Platte, Alter! Pumpt dir gleich so in die Fratze, dass er nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Das ist schon wieder so eine tolle Village mit zwei Häusern. Einer Kirche und einem normalen Haus. Nicht mal. Was für eine Kack-Village, Alter. Was brauchen wir denn jetzt bitte schon eigentlich noch eine Village, außer zum Handeln? Ich würde gern Villager haben. Kannst du gerne machen. Die sind zu weit weg. Warum, wo ist er denn? Ja, 4000 und minus 400. Ah, okay. Vielleicht eine, die näher dran ist. Hm. Nein, gut, ich hab mal, wo ich mit meinem Cousin gespielt habe, eine Eisenbahnlinie von 2 Kilometern gemacht, um Villager heimzufahren. Ja, wenn du es mal noch so nimmst, Flo, Alter, was war denn das jetzt? Ne, wir bräuchten eh für ein Achievement, bräuchte man eine 1 Kilometer Strecke. Trotzdem ungut. Warum? Ist ungut. Wo ist denn mein ganzes Holz hin? Nehme ich mal eine Village, die 1,5 Kilometer entfernt ist und nicht 4. So viel Gold haben wir außerdem nicht. Ich glaube, ich komme niemals zu Hause an. Na, Fossi, wo bist du? So. An dem Haus vorbei. Ja, ich lade mal danach in Bioshock Infinite runter und lass ein Spiel nochmal durch. Warum? Ich was zu tun habe bis morgen früh. Ja, das Wunderland dauert doch wohl schon wieder auch lange. Ja. Übrigens, ich muss mich um 1 mal kurz schlafen stellen. Weißt du, wir können maximum bis um 1 spielen. Also eine Stunde noch, dann muss ich erstmal kurz. Nee, warum? Wir können noch eine Stunde aufhören. Wenn du willst. Nee, weil dann fahre ich einfach nachher mit dem Boot fertig. Es geht rein darum, weil um 1:30 stehen dann meine Eltern auf. Hm? Also Mutter und die Freundin. Fliegen nach Paris. Und kommen Sonntag wieder oder was? Nee. Dienstag um Mitternacht, also eigentlich von Dienstag auf Mittwoch da. Deswegen gut. Will ich ja durchmachen, weil mich morgen niemand aufwecken kann. Ah, ja gut, okay, jetzt verstehe ich. Wie letztens, wo ich arbeiten wollte, in der Früh.
Aber ich genieße auch einfach die Freiheit, selbst zu bestimmen, wann ich pennen gehen kann. Und wenn ich nicht pennen will, dann gehe ich nicht pennen. Ja. Das ist das eine, was meine Eltern, glaube ich, nie verstehen werden, ja. Wenn ich sag, ja, ich will nicht pennen, bevor es 2 Uhr morgens ist, ja, dann penne ich nicht, bevor es 2 Uhr morgens ist, ja. Alle dann so, ja, nee, du gehst jetzt um 10 pennen. Ich, nee. Ist nicht. Ich bin 18, ich geh pennen, wann ich will. Wenn ich dann am nächsten Tag müde bin, ist das mein Problem. Ach, die kommen dann nicht mit dieser üblichen Ausrede, solange wie du deine Füße unter meinen Tisch stellst. Nee. Nee, es ist einfach dieses, ja nee, das ist besser für dich so. Und ich denke mir so, fick dich. Ich weiß, was gut für mich ist. Wenn ich um 3 Uhr morgens pennen will, dann gehe ich um 3 Uhr morgens pennen. So, das Ding. Hast du gerade eine Dose aufgemacht? Nee, das war mein Mund. Nee, das ist eben auch so das Ding, wenn ich irgendwo mal arbeiten gehe, dann werde ich wahrscheinlich wirklich arbeiten, wenn ich heimkomme, pennen, dann aufstehen abends bis nachts und dann wach sein. Weil es einfach so viel angenehmer ist. Kann ich gut nachvollziehen. Oli wird dann wahrscheinlich seinen Schlafrhythmus auch umpulen, sodass man halbwegs aufs Gleiche kommt. Ja. Der pennt dann halt, wenn ich arbeiten bin und steht früh auf. Auch das Ding ist, ich kann halt nur bei nachts wirklich arbeiten, wenn es schon dunkel ist. Tags bin ich immer müde, wie sonst was, unmotiviert. Häng rum. Ich werde niemals zu Hause ankommen. Jetzt bei 4600, Alter. Ja. Ich war kurzzeitig mal bei 5000, als ich in die andere Richtung gefahren bin, aber trotzdem. Warum die Flüsse jetzt als. Nee. Zählt nicht. Da fahre ich nicht durch. Ich meine ja nur, du könntest eigentlich schon fast sowas sehen. Nee. Flüsse zählen nicht. Flüsse sind Flüsse, keine Ozeane. Dann war es. Das ist schon wieder so ein fettes Mesa-Biom hier. Gott sei Dank. Ich hab hier meinen Ventilator rennen und der kitzelt am Bart. War ganz lustig. So, Marco, ich mach jetzt die letzte Karte. Schnieke. Geil. Ich würde es mir auch gerne anschauen kommen, aber ich glaube, das wird nichts. Du hast nicht in absehbarer Zeit. Du hast noch bis um 1 Uhr Zeit. Glaubst du, ich komme bis um 1 Uhr nach Hause? Klar. Querfeldein. Nein, die Querfeldein wird hier nicht gefahren. War gerade weg von zu Hause. Ja. Alter, der Typ mag das Lied, der DJ, ne? Das kommt schon wieder. Schon wieder eine neue Folge und das kommt schon wieder. Also ich hab nichts dagegen, das Lied ist geil, aber trotzdem, kommt er schon wieder. Ich komm ein bisschen oft. Ich verstehe die Viecher nicht. Ich hätte auch was kaufen sollen, was nicht süß ist, sondern ein bisschen salzig oder so. Du mit der Wacht. Ich hatte eben eine Laugenstange. Ich hab nichts zu gegessen, bis jetzt nur Kekse und Energy Drinks. Hätte auch mal Abendessen sollen, das wäre eine gute Idee gewesen. Warte, was ist denn gerade bei mir los? Ich werd dann frühstücken, so um 3 oder so. Jetzt bin ich hier. Ding, 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 ding. Und da klingelt mein Handy. Nein! Und da ist mein Essen leer, aber ich will das jetzt unbedingt machen. Ich hab's gleich geschafft, ne? Gleich ist der Garten hier fertig. Was soll ich denn bitte schon sagen? Ich hab's auch gleich geschafft, gleich ist die scheiß Karte fertig. Also ich glaub, dass das, das Map anschauen, ja? Von Netrado wird, glaube ich, eine Stunde oder so dauern. Weil ich habe jetzt sicher schon 1 GB an Daten generiert.
mit meinem Rumgurken. Das wird vor allem dann schön sein, wenn ich auf der 1.9 updaten will. Also nicht das Ding. Fick dich. Ich lade sie für dich runter und mach das Ganze. Muss man nur früh genug Bescheid sagen. Na, sobald der 1.9 halt draußen ist. So 1.9.1 oder sowas, ab dann würde ich es updaten. Okay. Die 1.9, die wird aber auf jeden halt Fall gut sein. 1.9 rauskommen und dann die erste Aufnahmesession. Vorteil ist, 1.9 ändert nichts an der Weltgeneration, heißt, wir haben keine hässlichen Ecken in unserer Welt dann. Wie das gab's du, ja das oft ändert schon. Ändert nichts an der Weltgeneration, was habe ich denn gerade weggeworfen? Keine neuen Biome, keine Veränderungen in der Weltgeneration, nichts von der Art. Es ist gut. Sehr gut, Junge. Weil das war nämlich in der Beta oft das Problem, weil sie jedes Update irgendwo was geändert haben und dann hattest du überall so scheiß Kanten. Wo man dann wirklich erkennen konnte, ja, bis hierhin war die Beta 1.6, ja, ab da ist dann die Beta 1.8. 1.7 hat nichts geändert. Aber dann gab es dann da, ab da war dann die 1.9 und dann ab da dann die 1.2. Beta 1.9. Also 1.9, eigentlich war das dann die 1.0 und dann die Beta, dann die 1.2 mit den Dschungeln. Dann 1.4 haben sie es nochmal geändert. Kann man eigentlich Snapshots verwenden? 1.7 glaube ich auch wieder. Mit der 1.8er kam nur Gestein dazu. Ja, mit der 1.9er kommen da nochmal neue Biome dazu oder sowas? Nein, nein, da ändert sich nichts mehr. War's dann. Wie, das war's dann? Also auf gut Deutsch, es gibt keine neuen Erze oder so weiter, aber... Nee, sie von der Welt her ändert sich nichts. Das ist jetzt rein ein Mechanik-Update. Ja. Kampf-Update und ein bisschen was mit Command-Blöcken, die Dinger geiler machen. Was zum Beispiel? Noch ein Grund, keine Adventure-Map zu bauen, bevor der 1.9er nicht draußen ist. Warum? Na, weil du jetzt Commando-Blöcke aneinander hängen kannst, sodass sie nacheinander sich automatisch ausführen. Vorher musstest du das ganz mit schmerzhaften Redstone machen. Ja? Jetzt kannst du sie einfach hintereinander stellen und das erste, so, wenn das erste erfolgreich ist, machst du das nächste. Dann wieder das nächste. So scheiße, wenn das erste nicht funktioniert, ne? Ja, aber das ist doch Absicht. Wenn das erste nicht geht, dann machst du das zweite auch nicht. Das kannst du so verwenden, so im ersten fragst du nach einem Spieler. Und wenn er einen Spieler findet, dann, keine Ahnung, bewirft er ihn mit einem Schmerzpotion, ja, und schon hast du eine Spieler-Killmaschine. Wunderbar. Das kann, okay. Dann gibt es auch Kommandoblöcke, die automatisch die ganze Zeit ihr Command ausführen. Ja? Dann hast du die ultimative Bösheit. Also Shigoya, wenn du jetzt möchtest, kannst du jetzt das fertige Produkt sehen. Ja, ich gehe jetzt erstmal bei mir nach Hause und lege mich ins Bett. Ich meine nur, ich bin jetzt hier fertig. Hm? Okay. Marco, ich schreibe da dann so um 3 Uhr morgens, wenn ich sehe, wie ich es finde. Okay? Schreib's dann mal per WhatsApp. Was ist scheiße? Schickt das ein Screenshot, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Das schaut furchtbar aus, Marco. Was hast du da schon wieder angestellt, ey? Du bist auch unfassbar. Unfassbar. Da fehlen noch 2 Teile von der Karte. Ich weiß. Ich hatte bloß gerade kein Essen mehr. Bin jetzt bei X5600. Du kannst, Flo. Ich kann? So. Komm mit. Gleich. Immer toll, wenn es von dunkelblau auf hellblau geht alles. Au. Wo ist er jetzt hin? Eigentlich müsste er gestorben sein. Komm mit. Ach, die Kühe. Marco, 2 Sekunden. Ich war ja gerade unterwegs, ich hatte gerade kein Essen mehr auf dem Rückweg. Was soll ich mein Essen? Lass mich erstmal was essen holen. Nein, so. Oh, wie schön. Hm? Alter, wie groß ist denn da bitte diese Tonwüste? Das geht noch übelst viel weiter. Komm, wir nehmen uns das Ziel, wir bauen die komplett ab. Richtung Süden? Genau. Also eins kann ich sagen, sie ist auf jeden Fall begrenzt Richtung Süden, ja? Weil dann bin ich schon mal außen rum gefahren. Ich fühle mich gerade wie so ein scheiß Entdecker in den 1800er Jahren, ja. Es sind überall Flüsse, da darf ich nicht durchfahren, die zählen nicht. Du zählst nicht. Du zählst nicht. Du zählst nicht. Du zählst nicht. Bede zählt nicht. Deck dich.
Oh. Mesa. Warum lässt du eigentlich weiter die Höhle fluten? Das verstehe ich nicht. Ozean. Weiß ich nicht, was egal ist. Okay. Der Todesschlund. Gott. Sogar mit Partyschirm. 6000, Alter. Yay. Das hier soll hinten so dein Garten werden, oder was? Naja, das ist mein Garten. Alter, allein, dass der Ozean so scheiße fett ist, ist ja schon so eine Sache. Hm? Die Baum musst du noch ein bisschen machen. Scheint so ein bisschen trostlos sind. Ich weiß, mir fällt noch nicht ein, was ich machen soll. Ach, kann man hier Spiegel machen in Minecraft? Klar. Spiegel? Nein. Also du kannst das vortäuschen, aber nicht wirklich. Ja. Hier natürlich, die Aussichtsplattform. Yay. Mit Schirm natürlich, damit du keinen Sonnenbrand bekommst. Du immer mit deinem Schirm. Also Olli, ich hätte gesagt, offiziell, wenn ich bei X10.000 bin, gebe ich die Suche auf. Lieber X10.000. Ich bin jetzt bei X5700, ja. Hm. Wenn ich bei X10.000 ankomme, ja, dann sage ich, das ist eine Halbinsel. Die hat in Richtung Nordosten kein Ende. Wenn ich bei X10.000 ankomme. Okay. Wenn nicht, dann ist alles gut. Aber sollte ich irgendwann im Laufe meiner Reise bei X10.000 ankommen, dann breche ich es ab. Weil es mir auf die Eier geht. Ich will jetzt nicht unendlich lang da im Kreis fahren und dann irgendwann komme ich. Dann irgendwann fahre ich dann außen nochmal rum und komme drauf, dass das so eine Bananen, also so eine außen rum geht um das Meer um unsere Insel. Mein und Fried das in eine das Richtung Spiel offen verlassen. Ist. Marco? Ja? Spiel verlassen? Ja, ich brauche mal kurz 5 Minuten. Ja, ja, bin durchzahlt. So, jetzt habe ich, wenn es dein Wasser wieder richtig angeglichen hab, bin mal kurz mit der Karte hingegangen. Schön. Sieht das aus von oben, als ob das ein bisschen See wäre. Das ist bei minus 2000, oder? Kacke. Immer so dieses... Ah, es geht... Ach, scheiße. Ich fahr die ganze Zeit nach Norden. Weil wenn ich nach Westen ins Minus komme wieder, dann werde ich wahrscheinlich in Z-Richtung bei minus 5000 sein oder so. Okay. Das ist mal eine deformierte Insel, wenn ich eher gesehen habe. Okay, die Karte wird langsam. Ich könnte natürlich. Schau mal nochmal Akazie. Ich könnte die Karte natürlich auch noch größer machen, ne? Ein größeres Brett einfach irgendwo hin machen. Und dann immer wieder ein Stückchen weiter, bis dann dahin, bis dann dahin, bis dann dahin. Einfach das Brett so nach oben rechts so wegwuchern lassen. Oh, da waren wir schon ein bisschen erforschen, ja. Bisschen ist gut. Wie gesagt, ich muss man die Karte wirklich generieren lassen? Ja. Hm. Das machen wir dann, wenn wir alle auf sind. Weil die braucht sich ja ein paar Stunden. Na, wie lange willst du es jetzt noch versuchen, Flo? Ich versuche das so lange, bis ich bei einem 10.000er Wert ankomme oder zu Hause bin. Und wie weit ist der 10.000er Wert noch? Naja, aktuell bin ich wieder im Minus beim X. Also nehme ich wieder ab. Also kann ich nicht sagen. Du wirst niemals bei einem 10.000er Wert ankommen. Das sage ich dir jetzt schon so, wie es ist. Ja, dann komme ich irgendwann zu Hause an. So weit kann es nicht mehr sein. So weit, wie ich schon im Süden war. Und so weit, wie ich schon im Westen war. Es ist... Nee. Ich hab's kapiert. Frösche probiert gerade alles, Hauptsache er kriegt's hin. Ja, und du musst natürlich nicht alles aufnehmen, so lange, bis ich fertig bin mit der Scheiß. Ich hab nur aktuell keinen Plan mehr, wo genau ich hinfahre. Ich hab jegliche Richtungssinn verloren. Ich hab dir doch schon mal die Koordinaten gegeben, wie du nach Hause kommst. Ja, ungefähr bei 00, irgendwo so im 100er Bereich beides. Nein, nicht bei 00. Ja, aber irgendwo im 100er Bereich beides. Ach, schau mal, Wassertempel. 146 und 249. Ja, ist praktisch 00 für mich. Ich bin mal 5000 und minus 2000. Das ist praktisch 00, wo ich hin muss. Beide Werte kleiner machen. Oh Gott.
Sagst du jetzt? Wir sind bei 5000 und minus 2000. Gott, ist das anstrengend hier. Mach ja nichts außer Boot fahren und ist trotzdem anstrengend, wieso sonst was? Komm ganz schön nah an den scheiß Wassertempel ran. Ich hoffe, dass nichts rauskommt. Ich würde mich übrigens kaputt. Hast du überhaupt genug Essen mit? Beim Bootsfahren verbraucht man nichts. Ich habe genau eine Keule bis jetzt gegessen. Aber kann du nicht hast, mehr essen. Aber du hast noch zu. Du hast auch noch zu essen mit. Ich habe 56 Hammelfleisch. Wenn ich das Ganze gelaufen hätte, hätte ich jetzt kein Essen mehr. Aber wir haben ja ein Motorboot aus Holz. Ja, komplett aus Holz, ohne Motor, aber mit Motor. Ding fährt von alleine, hat aber keinen Motor drin. Macht was er macht. Ich muss mir mal überlegen, was ich denn demnächst hier mache mit dem ganzen Zeug hier. Wir bräuchten mal eine anständige Zuckerrohrform. Wie kann man eigentlich automatische Zuckerrohrform machen? Bestens. Ja, klar, aber ich meine automatisch, also jedes Mal, wenn das Zeug gewachsen ist, dass es automatisch abgejagt wird. Block Update Detector. Sowas gibt's? Ja, natürlich. Nicht einfach ein Block, aber aus Pistons. Den platzierst du dann so, dass die oberste Sugarcane Block das auslöst vom einen ganz außen. Und dann, sobald das Ding wächst, droppst du einfach zwei rein mit Pistons weg. Wobei du aber aufpassen musst.